Also jede vernünftige Verhörtruppe hätte Riddle bisher zweimal durchgenudelt, während ich auf dem Weg durch die Kanalisation war und nicht mal die Teenage Mutant Ninja Turtles gefunden habe bei Let's Play Chrono Cross Season 2. Hey, mach auf! Huh. Lass mich hier raus! Was zum? Ah, ich bin unschuldig, sag ich! Ja, so sieht's aus, wenn man Zellen von unten besucht. So, damit's weitergeht, müssen wir hier rein. Ah, da war aber jemand ganz schön aufgeregt. Oh. Fargo? Ah, was zum Teufel mache ich denn hier? Ich vermisse den Geruch des Meeres. Ah! Das ist eine Massagefunktion für die Innenknastis. Irgendwas ist unten. Ja, eine Kanalisation. Oh oh, die Monster kommen nach oben. Ist irgendjemand da? Ei, haltet einen Moment aus, vertrauenswürdige Person. Werde ich das Ding wegschiebe. Gibt's eigentlich eine deutsche Übersetzung für Hief-Ho? Irgendwie alle zugleich kenne ich jetzt nur beim Tauziehen oder sowas. Oh, das geht den Rücken runter. Links! Shiver me Timbers, irgendwie. Oh, zitter, zitter. Irgendwie sowas. Oh, nee, Potz, Blitz und Donnerzwirren oder sowas. Beruhige dich einfach. Denkst du wirklich, dass Lynx hier sein würde? Er steht direkt vor meinen Augen, oder? Das ist nicht Lynx. Das ist sein böser Zwillingsbruder, Strünks. Das ist Search aus dem Innern. Du verkackmeierst mich doch nicht. Es wäre seltsam, wenn er hier sein würde. Aber ich fühle mich geehrt, wenn er zu meiner Rettung herbeieilen würde. Ich schulde euch einen. Wir sind aber nicht hier, um dich zu retten. Nana! Wir sind hier, um die Tochter von General Viper zu retten. Oh, so ist das. Nun, trotzdem seid ihr hier gelandet und rettet mich damit. Lasst mich euch helfen. Oh, du weißt, wo die Tochter von General Viper ist? Ei! Eine junge Maid wurde in die Zelle der nebenan gebracht. Nun, wie kommen wir denn hier raus? Da, wo wir hergekommen sind? Hier ist der Schlüssel zum Gefängnis. Pirat, ich vertraue dir an, weil ich dich jetzt zum ersten Mal als Obrigkeit des Militärs gesehen habe. Oh, großartig! Wäre es nicht auch einfach möglich gewesen, an ihm vorbeizugehen und ihm die Zelle aufzuschließen, anstatt ihm den Schlüssel zu überlassen? Ist ja so, als würde man Jack Sparrow den Schlüssel überlassen und ihm die Zellentür aufhebeln. Ich werde frei sein. Ich werde die anderen auch befreien und mich auf die Flucht begeben. Viel Glück euch. Dum-di-dum-di-dum. It's good to be a free pirate. Hoffentlich hat er keine Probleme mit der East India E-Mailing Company. Ich werde kurz speichern. Bis dann. Okay, hier muss es sein. Ich habe die Schreie von innen gehört. Und ja, ich versuche mich gerade improvisierend hier durch die Gegend zu ziehen, was die Übersetzung angeht. Oh, Bondage-Style! Dieser Mann ist unsere Geheimwaffe, der Höllenkoch. Du bist der Koch Orcha. Was zum Teufel habt ihr mit ihm gemacht? Wir haben ihm welche von den Quadfit-Samen zu essen gegeben in den Hydramarschen, die wir da gefunden haben. Sie haben die Kraft, die dunkle Seite von jemandem freizugeben. Danach müssen wir nur eine spezielle Glocke läuten. Und das nächste, was du weißt, da haben wir den Höllenkoch Orcha da. Wie schrecklich. Aber warum Orcha? Wir brauchten ihn, um die Drachenträne aus Guldorf zu stehlen. Okay, also sie haben einen Samen aus den Hydramaschen gefunden, ihm einem Koch zu essen gegeben, die Glocke geläutet hat, gesagt, los, geh die Träne klauen, dort hinten in das Dorf. Wieso? Haben die Angst vor dunklen Köchen da? Na, wieso konnte man das nicht mit Norris als Geheimdienstspitzel machen, der da reingestichen ist, dass das Ding klaut und gut ist? Was soll's. Natürlich hat sein wahres Ich keine Ahnung davon, was er getan hat. Und nun bereite dich vor. Wer weiß, was dieser wahnsinnige, verrückte Typ hier machen wird. Ich sag wahnsinnige. Nein! Gut aussehende, verrückte Lady Riddle. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Du bist Sir Lynx. Aber warum bist du hier? Seid ihr hier? Eigentlich ist dieser Mann nicht Lynx. Was? Es ist zu schwer, um es zu erklären. Wir wollen nur Riddle mit uns mitnehmen. Es ist noch Suppe da! Cha, cha, cha! Wagt's nicht, Cha, mit dem Kochenden, mit meinem Kochkünsten euch dazwischen zu drängen. Ich werde euch ja tatsächlich zu Zutaten für meine Suppe machen.
Lass uns kochen gehen! Lasst uns Wildschweine kochen gehen. For Boss Time! Gegen den Höllenkoch, gar selbst, Orcha! Der mit seiner Pfanne uns durch die Gegend haut. Hey, der könnte doch auf wunderbare Art und Weise... Föhn! Er könnte doch auf wunderbare Art und Weise... Yang ein wenig zur Vernunft bringen oder aufwecken aus Final Fantasy 4. Falls noch jemand Ahnung hat. Ja. Der Koch ist Level Rot, wenn man das so nennen kann. Ich weiß nicht. Innate klingt irgendwie so blöd hier, dass man, wenn ich hier dieses Denglisch benutze. Innate. Ich sage jetzt einfach... Hatte der gerade zwei Igel-Eis? Also Karsch? Ich meine, ich habe genug Igel-Eis, um jedem, glaube ich, mindestens zwei zu geben. Weil ich gekauft und eine ganze Menge gefunden. Aber ich meine und ich bin der Meinung, dass mittlerweile der liebenswerte, gute Umhauer hier, unser Igel-Ei, gleiche Taktik wie vorhin. Also, keine großartige Änderung, vielleicht auch mit einer Heilung zwischendurch, weil der Höllenkoch doch ein bisschen besser zulangen kann als dieses überdimensionale Rieseninsekt aus den Sümpfen, aus den zugeschissenen Untergründen, die wir hier haben. Müssten wir nicht wegen Stinkerei belästigt werden? Ich meine, irgendwie verklagen, verklagen, verklagen! Nein, kriege ich hier noch? Nein, nein. Jo, machen wir nochmal Strengthen hier auf Mr. Karsh. Und ja, das ist so die physische Angriffstaktik, die man ganz gut hier fahren kann bei den Bossen, wenn man entsprechend gut ausgestattet ist. So, leider, Gott, das hat Karsh keine Igel-Eye und leider trifft er nicht! Wieso kann so ein dicker, fetter Koch, mit der so schwer beeist ist, mit Schüsseln und Gedöns... Karsh! Karsh! Das kannst du nicht machen, kannst mir nicht antun hier, Karsh! So macht man das, so geht das, auch wenn wir ein bisschen hier mit Doping zugestopft sind. Ja, jetzt muss ich vielleicht doch ein bisschen gucken mit der Heilung. Ich musste doch hier noch ein... Ich will, verdammt nochmal. Ich sollte diese Folge nochmal neu aufnehmen. Nein, wir machen jetzt Revive. Hättest du denn auch geahnt, dass ein Norris es nicht hingekriegt, ein bisschen vorher Zeug auszuhalten, ne? Das sieht unserem Norris gar nicht ähnlich. So, aber zum Glück sind wir noch mit ein paar Wiederbelebungsgegenständen beharkt. So, das ist... Oh mein... Ah, okay, machen wir jetzt, wo wir keine Buff-Elemente mehr hier haben auf Norris. Benutzen wir unsere mächtige Element-Magie. Auch wenn mir aufgefallen ist, dass ich nur zwei Deluges habe. Also diese blauen Level 5 Elemente, die jedenfalls noch jeder benutzen kann und gegen den Koch vielleicht nicht gerade unbedingt ganz falsch sind. Ja, ich weiß nicht, wo das dritte ist. Ich meine, ich hätte drei gesammelt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal überall nachgeguckt, bei jedem Charakter, der bei mir irgendwie mal in der Party war, reingeguckt ins Element-Grid. Aber nein, natürlich nicht. Natürlich nichts dabei. Nein, ja, nein, ja. Was den Höllenkoch angeht, ihr merkt schon, er hat ordentlich Lebenspunkte. Wenn man hier nur mit der Standardausrüstung, also was heißt Standardausrüstung, wenn man hier lediglich mit Silber-Equipment rumläuft, also was man aus Mithril herstellen kann, ist das schon eine ziemlich lange Angelegenheit, dieses Viech hier umzulassen. Ansonsten nichts Besonderes, er kann sich mit Gewürzen selber heilen. Nein! Mit Gewürzen selber heilen und pff, wegfliege, wegfliege. Das Bohren hat mittlerweile übrigens Gott sei Dank aufgehört. Also nicht aufgehört, aber es hat nachgelassen. Ist auch schon was später. Am Tag später werden die Bohrgeräusche immer weniger. Das macht keinen Sinn, das zu sagen. Nee, nein, nun denn. Bisher trieben wir uns darauf, ihm den Gar auszumachen. Das Feuer abzuzwacken. Und was haben wir hier noch? Deluge! Gucken wir mal, was das im Vergleich zu zum Thunderstorm der macht. Mal gespannt, ob das mehr ist. Dieser Leviathan-Verschnittangriff mit Bläschen. Seht ihr, es macht weniger. Also da ist es sinnvoller, das etwas höhere Element zu nehmen, wo der ein oder andere Charakter hier eine Verfügung drüber hat. Also was er benutzen kann, das wollte ich damit sagen. Und gleiche Innate-Element dadurch hat. Aber das muss ja sein, dass Level-X-Elemente können ja nur die gleichen Innate-Charakteren eingesetzt werden, die auch die gleiche Farbe haben. So, damit hätten wir das auch geklärt. Wir bekommen wieder einen Stern, der wenig Attribute trägt. Aber dafür mindestens ein paar gescheite Attribute. Da will ich mal nicht dem geschenkten Gaul zu sehr in den Rachen reingucken. Nein, nein, nein. Sir Lynx ist verrückt geworden! Yeah. Ich hab's euch erzählt, er ist nicht Lynx. Es ist der verrückte Sarge. Ökcha
Ich habe das Gefühl, dass ich was Schlimmes getan habe. Sie sahen meine, was auch immer als Schwäche und haben mich benutzt. Ich brauche mehr Disziplin. Gloatin. Fresslust? Nee. Keine Ahnung. Kochlust? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich möchte es wieder gut machen. Ich möchte, dass Chum mich mitnimmt. Ich möchte helfen. Otter ist der Party-Char beigetreten und der ist besser als Pierre. Yeah! Es ist natürlich wieder ein roter. Ich will sogar etwas demonstrieren. Rot. Rot. Relativ stark. Ich muss gerade mal gucken, wie mit Zappa ist. Weil die bekommen ja auch alle ihre Level-Ups, auch wenn wir sie nicht sehen. 14. Ich muss gerade mal vorgeladen. 14 und Janice. 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 Komm heraus, du Schnuckelhase. 14. 14 ist schlecht. Also, für das, was ich später noch machen möchte. Für später. Weil, für eine optionale Superwaffe. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst es. Sind rote Charaktere nicht schlecht, wenn man sie zu frühen Zeitpunkten holen möchte. Ich werde es selbst, mich der Rettung von Riddle selbst annehmen und sie sicher nach draußen geleiten. Bitte lenkt die Soldaten ab, während wir uns auf die Flucht begeben. Moment! Du tust so, als wäre es ein Opfer, sie rauszugeleiten, und dabei bist du quasi auf der sicheren Seite, weil wir gegen die Wachen kämpfen müssen und sie ablenken? Danke, Norris! Danke! Ich möchte euch vom ich möchte euch von ganzem Herzen danken. Ich werde mich zum Einsiedlerversteck aufmachen und mich um Vater kümmern. Bitte kommt doch vorbei, wenn ihr die Chance dazu habt. Macht euch über uns keine Sorgen. Ich werde sicher gehen, diese ganzen aufgeblasenen Porheinis auszuradieren. Danke dir, Karsch. Nun, was hast du vor nach all dem? Ich werde hierhin zurückkehren. Dann, warum trittst du uns nicht bei? Oh, zwei Doppel-Norris in der Gruppe! Danke, ich fühle mich geehrt. Oh yeah, Doppel-Norris! Oh Gott, yeah! Trotzdem, als ein Soldat der Power-Armee darf ich mein Land und meine Leute nicht zurücklassen. Nein, doch kannst du! Kannst du! Du magst sie doch nicht! Mir wird's gut gehen, ich danke dir. Gibt's immer gutes Essen? Obwohl, jetzt nicht mehr, der Koch ist auf unserer Seite. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr die Chance habt, dann komm noch mal vorbei, Norris, und triff mich. Es gibt etwas, was ich dir geben muss, was ich dir jetzt nicht geben kann, obwohl ich es dabei habe. Viel Glück, weil es das Wichtigste in meinem Leben ist, was ich dir geben kann. Wir müssen uns beeilen. Auf Wiedersehen. Oh, schade. Es ist dieser blöde Koch Orchard dabei und diese Zuckermaus von Riddle leider nicht. Ja. Okay. Versuchen wir einfach hinterherzugehen. Ich meine, hier ist ja niemand. Wir sind vollständig umzingelt. Es ist keine gute Idee, jetzt zu gehen. Wieso, Spiel, kannst du es nicht wenigstens so ein bisschen dramatisch inszenieren oder so? Da sind welche, da sind welche, da sind welche. Eigentlich sind da auch welche, aber man merkt's nicht. Ja, ich sag's mal so, wenn ich jetzt hier lang gehen möchte und durch diese Tür raus, würden die Soldaten da rauskommen. Und mich daran hindern, um weiterzugehen, deswegen muss ich hier durch die Tür. Mal ganz kurz einen Schnitt, um zu sehen, wie viel Zeit ich noch hab. Okay, dann wollen wir uns doch mal hier hochbegeben und mal schauen, welche Ärsche wir vertrimmen könnten. Oh, hier stehen sie und halten eine Parade ab. Und um rechts derjenige, kennen wir ihn? Wo wollt ihr denn hin, Sir Lynx? Ich nehme an, wir können uns hier nicht mit Talk no Jutsu durchreden. Nehmt sie fest! Vor Time! Gegen Gegner, die nichts können. Und hoffentlich auch nicht unsere Kronleuchter da oben runterfallen lassen. Ja, es sind unsere Kronleuchter. Da hab ich, Diebesallüren drauf. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist aufgefallen, ich hab's ja mittlerweile ein bisschen angelesen, ist die Prozente hier, wo ich teilweise nicht so sicher bin, sind die Gegner-Ausweichraten damit einbezogen oder nicht? Ja, sie sind es. Deswegen sind bei manchen Gegnerkonstellationen die, wie heißt es, die Prozente anders als wiederum bei anderen Gegnerkonstellationen. Geh wieder zurück zu Lynx. Das heißt, die Trefferwahrscheinlichkeit, die neben den Angriffen steht, ist hundertprozentig akkurat. Das bedeutet, wir haben tatsächlich für diesen Kampf, um diesen Gegner zu treffen, eine Trefferwahrscheinlichkeit von, die steht daneben. So, und wenn ich dann bei 90% irgendwie die ganze Zeit, oder bei, meine ich,
83 die ganze Zeit daneben, 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 daneben hauen. Ne Karsch! Ne Karsch! Du weißt, was ich meine. Da könnte ich Plack kriegen. Da denke ich, das geht nicht. Das können wir nicht machen, das geht nicht. So, was hier eigentlich gehen würde, das wäre nach dem letzten Bosskampf... Arg! Hey, du bist dran! Wer? Oh oh, derjenige, der sich zurückgehalten hat. Der eine Super Saiyajin-Figur-Frisur trägt und rückwärts gesprochen Cyborg heißt. Du bist stark, aber Grobik ist stärker. Das werden wir noch sehen. For Boss Time! Gegen Grobik! Wobei... Verdammt, ich rede zu viel in diesem Spiel. Es ist doch nicht die Bossmusik, aber es ist Boss Time Grobik. So viel. Nein, wir fangen wieder von vorne an. Es ist natürlich die Frage. Grobik ist schwarz, also Black IP, sage ich jetzt mal. Grobik ist Black Innate und ich habe ehrlich gesagt in dieser Konstellation von Gruppe überhaupt keine Ahnung. Wow, das ist ein Roundhouse Kick Norris. Da kannst du was von lernen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob ich hier mit einem Lynx mehr Schaden mache als ohne einen Lynx. Aber das können wir jetzt hier mit Eagle Eye. Wir Eagle Eye uns erstmal hier schön durch, damit jeder in den Buff-Genuss kommt. Ja, das ist my way of the battle system. Nein, wir wechseln jetzt erstmal zu dir. Ich gehe das, glaube ich, von Anfang an falsch an. Guck mir mal, was der Karshi macht. Wow, der Karshi macht ein bisschen mehr. Das ist gut zu merken. Dann weiß ich auch schon, auf wen ich nachher... Rocket Fist! Er als Cyborg. Hatte Robo nicht auch so einen Angriff in Chrono Trigger? Naja, egal. Nennt Eagle Eye diesmal auf Master Norris. Und dann gucken wir uns gleich direkt im Anschluss mal an, wie das denn ausschaut. Ob Mr. Norris, wechseln wir kurz drauf, wer den meisten Schaden macht. Muffin! Okay, also wird Karshi Boy derjenige sein, der jetzt meinen Strengthen Buff abkriegt. Obwohl, nein. Machen wir es intelligenter. Erst kriegt's Lynx ab, weil der ist ja jetzt dran mit Angreifen. Und dann buffen wir von Lynx aus, wenn er mit seinem Draufhauer-Gedöns fertig ist. Buffen wir dann... Ey! Schmerz! Buffen wir dann... Wer ist dran? Karsch. Ja, genau. Karsch. Gut. Nur Taktik. Einfach durchbuffen. Normalerweise... Weil die Buffs jetzt auch nicht furchtbar lange halten, gucke ich mir ganz gerne eigentlich einen raus, der die entsprechenden, ja, Voraussetzungen erfüllt, beispielsweise indem es das entgegengesetzte Element vertritt oder sowas. Also Stark hier wäre jetzt in dem Kampf hier sicherlich nicht verkehrt, aber wir probieren es mal. Mit Gemütlichkeit, mit einer neuen Elektrofrisur! Oh mein Gott, lass dir mal die Haare waschen. Wow, ich sollte mich langsam mal heilen, glaube ich. Okay, dann muss ich die erstmal schießen. Jetzt machst du auch. Obwohl, hab ich dich gebufft oder nicht gebufft? Das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor. Na egal. Ich hoffe, ich habe hier ein Heal-All. Ausgezeichnet. Ja, komische Angriffshaare habe ich das erste Mal bei der Königin der 1000 Jahre erlebt. Da kam mir das ein bisschen komisch vor. Quasi der erste Anime, den ich gesehen habe, ohne zu wissen, dass es ein Anime ist. Da war ich noch zur Grundschule gegangen und ich bin alt. Da kam das auf den Öffentlich-Rechtlichen, meine ich. Ich bin nicht sicher, ob ZDF oder sowas war. Und da habe ich es mir... Autsch! Da habe ich es mir angeguckt. So, triff gefälligst. Und, Königin der 1000 Jahre fand ich damals immer toll. Wobei die Musik irgendwie komisch war. Nein, ja. Jetzt gesagt, zu dem, den ich heilen möchte. So rum. Und war halt ja auch japanisch, nur aber diese Aussprache, das war so, oh, ist das seltsam, oh, ist das komisch, oh, was sollen die mir damit sagen? Aber wehe, das wird viel. Wehe. Wieso hält er sich für mehr, als ich es kann? Obwohl ich, na egal, zeigen wir mal, weil wir es können. Eine Level 5-Tag von Karsch. Jedenfalls Königin der 1000 Jahre. Da gab es irgendwie Folgen, in denen, ja, eine Protagonistin, irgendwie so eine spektrale Dussi, mit ihren Haaren den Gegner angegriffen hat, habe ich auch gedacht. Hä? Das ist seltsam. Er hat irgendwie, keine Ahnung, den Würgegriff. Obwohl, wir können hier, glaube ich, auch mal langsam Level-Tags zeigen, weil der Bosskampf an mich hier dauert. Grobik hält was aus. Quasi der Cyborg Dark Knight. Passt irgendwie schon. Oh, da ist er am Rumhopsen und am Luften am Schnappen. Moment. Ich hätte, glaube ich, gerade eben Sonja rufen können. Da war ganz gelb-grün geworden.
Verdammt, hätte ich das mal gewusst. Egal. So, jetzt packen wir hier die dicken Kavummen aus, weil wir jetzt gucken müssen, dass wir Grobik schnellstmöglich kaputt kriegen. Weil er eine bestimmte Technik drauf hat, die mich umbringen könnte. Na, zumindest einen der Charaktere. Ist ein Spruch, der sich nennt Vigora. Ich weiß nicht, ob er den noch rauspackt. Gucken wir mal. Und Mr. Karsh ist wieder dran. Wobei man sieht, Karsh haut zwar ganz gut zu, physisch. Sein großer Nachteil ist leider, dass seine Stamina-Regeneration. Oh ja, Grobik ist nicht mehr. Vigora ist ein Buff, der dazu führt, dass man keinerlei Stamina mehr verbraucht beim Angreifen, solange der wirkt. Und ja, wenn Grobik das Zeug benutzt und angreift, dann greift er den gleichen Charakter irgendwie, wenn ich 5, 6, 7 Mal hintereinander an. Und das wird ihn umbringen. Hey, wo seid ihr? Verdammt! Hehehe, es ist Zeit für dieses Schätzchen. Nun geh und zerstöre sie. Oder auch nicht? Beweg dich! Gaga, Gjob, Gabibi. Ah, warte! Sind wir hier bei den Looney Tunes oder was? Werden wir es schaffen, den Messer- und Gabelroboter umzubringen? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Chrono Cross. Final Mess 13 wünsche euch was. Ciao.